Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja, letztes Mal sind wir ja da gestorben, darum bin ich jetzt hier wieder hergewandert. Und wir können jetzt die zwei Typen aufschalten. Einen nach dem anderen. Zuerst machen wir mal das Licht aus. Da wissen wir ja, da geht der eine dann hin und möchte das Licht wieder einschalten. Nicht? Warum kommt er nicht? Und vor allem muss ich da oben hin, ne? Botschafter. Ja, kommt der jetzt mal das Licht anmachen? Eieiei. Ja, da bewegt sich einer, aber in die falsche Richtung. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ah, jetzt. Jetzt kommt einer. Komm, du machst ja sicher die Fackel jetzt neu an, oder? Nicht? Nein. Hat's gar nicht gemerkt noch. Ah, jetzt. Jetzt. Gut, dann können wir den jetzt leise ausschalten. Ich hoffe, diesmal wirklich leise. Letztes Mal hat der andere ja das gehört, das Knacksen vom Genick. Knacks. Ja, hat er wieder gehört, ne? Ist ja klar. Diesmal nehmen wir das Messer. Komm. Das ist jetzt... Lass mich doch hier nicht verarschen. Ja. Ja, Sand mitnehmen. Schön. Und wieder dunkel machen. So. Ach, hier hätten wir das Essen vergiften können von den Zweien. Was macht denn der da? Alter. Bewegt er sich. Ah, Messer ist auch wieder aufgefüllt. Perfekt. Eine Mütze und schnell reingerotzt. Weiter geht's. Tja. Wir sollten da oben hin. Also, das bringt uns eher wenig, wenn wir hier unten lang gehen. Glaube ich. Ah, da hinten ist ein Armbrustschütze. Irgendwie vertraue ich dem Pfeil nicht, denn wir können ja da gar nicht oben lang. Außer. Nee, geht ja gar nicht. Nee, da oben waren wir schon. Ja, hier vielleicht, da bei der Treppe. Ja, gut. Ja, ja. Das. Oh. Ja, jetzt weiß ich, wofür wir das Messer bekommen haben. Den kriegt man gar nicht anders, glaube ich. Den müssen wir fast mit dem Wurfmesser abknallen. Ziemlich hellblau da oben. Siehst du der Himmel? Oder ist es ein Bug? Naja, das ist bestimmt der Himmel. Komm. Wurfmesser, los. Wie perfekt der die Messer auch wirft, ne? Mit Leichtigkeit. So, Nebenziel. Da sind noch Dokumente. Verstecken wir den zuerst ein bisschen weiter unten. Nicht, dass einer rauskommt jetzt. Ja. Ach, da liegen sie auf dem Tisch. Die Unterlagen. Hier könnten wir jetzt mit einem Klon durch. Oder, ich sehe gerade. Wir können da hinten über den Kasten. Können wir raufklettern. Das machen wir mal auf hier. Fluchtweg öffnen. So, hier rauf. Au, da kommt einer. Was für eine Gelegenheit. Jetzt können wir endlich mal den neuen Move testen. Ja. Wie bei Assassin's Creed. Nice. Das erste Mal. Wahrscheinlich auch das einzige Mal im ganzen Spiel. So. Aha. Eine guckt da auf dem Balkon. Der andere läuft seine Runde. Die Unterlagen liegen auf dem Tisch. Das sollten wir schnell greppen können. Also die geht ja dauernd im Kreis, ne? Also, ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt der Beruf, den ich ausüben will, ne? Also, hier als Wachmann dauernd im Kreis zu laufen, aber okay. Sind auch schon die Nächsten. Ein Gelehrter und das ist das andere. Das sehe ich von hier aus nicht. Schwerkämpfer. Mann. Ich hole mir jetzt einfach die Unterlagen von dem. Speicher mal schnell.
Ich hoffe, ich bin nicht zu laut beim Runterspringen. Kann ich überhaupt so weit hüpfen? Oh, 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 oh. Ja, ja, perfekt, perfekt. Ja, nice. Man kann da sogar unten durchgehen. Jetzt schnell die Unterlagen. Nehmen Sie. Ja, gut. So, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Durch die vorhin geöffnete Ausgangstür. Ja. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, die Leiche noch nicht verstecken, ne? Den Assassinen da. Typen. Jo. Ab zum Botschafter, würde ich sagen. Die 40 Meter. Oh, ich hatte ihn mal gesehen. Wer hat mich gesehen? Ah, der da oben. Ja gut, den könnten wir eigentlich auch messern. Von ihr aus. Nein, nein, falsche Taste, falsche Taste. Nein. Was mache ich denn? Der hat mich nicht gesehen. Mein Gott. Das hören sie wieder. Bleib da drüben. So. Ja. Gut. Wir müssen da hoch. Da oben scheint der Botschafter dann zu sein. Ah ne, es sind noch 40 Meter. Wir könnten halt ein Wurfmesser benutzen, um den Handy da oben auszuschalten. Also das speichere ich mal. So. Und. Geht das? Zack. Nice. Schon die Blutspritze an der Wand. Jo. Dann hier rauf. Ich höre da schon einen husten. Ah, da kommt einer, da kommt einer. Rein in den Topf. Und wieder raus. Der geht nämlich zurück wieder. So, hier. Machen wir das Licht aus. Der Besen. Der Besen verrät uns gleich wieder. Somebody said something to me? Hm? No, I didn't hear anything. Come on. Just 1 week's pay. I'll pay it back next month. I still can't hear a thing. Ach, ist der eingebildet, ne? Ach, der Dosemann. Der kommt genau zu uns. Schnell in den Topf, in den Topf. Der wird doch hoffentlich jetzt nach rechts gehen. Ja, ich hätte einen Trank mitgekommen. Ah! Der hat uns gesehen. Ganz kurz, aber anscheinend kein Alarm ausgelöst. Ah, da schläft wieder einer. Bei der Arbeit. Das darf so nicht sein. So, wie komme ich jetzt da weiter? Muss ich von dem Schrank aus irgendwie? Nee. Der schläft. Schläft er oder ist er nur. Ja, der schläft. Gut. Ja, dann kommen dann. Wenn wir den schnell abmurksen hier. Die schöne Aussicht bewundern. Oh, was macht der? Alter. Ja, genau. Was? Ah, genau. Mich ist die Leiche gleich entsorgt. Tja, und du auch, komm. Alter. Was ist in der Folge los, ey? Komm raus in die frische Luft mit dir. So. Ja, gut. Ach, davon ist ja ein Ork. Ein Ork. Wie komme ich an dem vorbei? Gar nicht, ne?
Wir müssen oben lang, sonst kriegt uns der gleich. So. 40 Meter noch zum Botschafter. Ja, da habe ich vergessen, den Timer zu stellen. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, you're advancing on your classification of the creature from the prisons? I can't find anything conclusive. The skin color and the teeth are similar to the orcs, I think. But it's much too small to be part of the orc family. I know, but it looks like nothing we know. We'll have to invent a new name for this race. Well, all you have to do is give them your name. Imagine the glory. No, thank you. But honestly, I wonder... What? I wonder if it couldn't be a goblin. Goblin? Come now, they don't exist, goblins. But what do we know anyway? Goblins. Gibberish. Tja, nennt ihn einfach Goblin. Oder Styx oder so. Ja, ich bin einzigartig hier. Aha, okay. Speichern wir nochmal. Und wir wissen ja, Styx ist kein Goblin. Styx ist nur ein veränderter Ork. Durch den Harzkonsum hat er sich stark verändert und auch seine Fähigkeiten haben sich verlagert. Er ist ja eigentlich ein Schamane. Naja. Aber das sieht man wahrscheinlich in dem anderen Teil von Styx besser. Oder in Orks vs. Goblins oder wie das heißt. Ne, Blödsinn. Das Spiel heißt Orks and Man. Da kommt er ja das erste Mal vor. Vielleicht erfährt man da ein bisschen mehr von seiner Hintergrundgeschichte. Ja, aber ich schweife schon wieder zu sehr ab. Na, wie kommen wir jetzt hier erstmal an die Unterlagen und als zweites zu dem Botschafter? Ach, das geht. Cool. Gut, die Unterlagen hätten wir. So gut wie... Klauen wir einfach aus dem Fenster. Komm. Oh, oh, oh. Schnell. Schnell wieder weg. Schnell wieder weg. Gut. Und jetzt als nächstes der Botschafter. Ah, ich sehe schon, wir müssen den Kronleuchter abschneiden, dass der auf die zwei Wachen runterfällt. Ansonsten kommen wir da nicht rein. Jo, dazu müssen wir hier hoch. Ist hier keine Wache? Gar nichts? Okay, ah, da habe ich einer gehört, da habe ich einer gehört. Wo ist der? Ich habe den Bücherstapel, weil ich wohl sicher sein. Das speichern wir mal, sicherheitshalber. So. Ach, da kommt einer. Was? Anscheinend ist einer gestorben. Oh ja. Komm her. Nicht? Nee, hier kommt zu viele dann. Komm her. Ein braver Junge. Ja. Hauptsache der Dosenmann kommt wieder von hinten. Nee, den müssen wir anders irgendwie. Wenn ich oben lang gehe. Hat schon eine Leiche gefunden. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Mal gucken.
gucken, wie weit der geht. So, da bleibt er kurz stehen. Nee, er dreht sich einfach nur um. Okay. Also müssen wir hier warten, bis er uns den Rücken zudreht. Je nachdem, ob der uns jetzt hier sieht, ne, neben den Büchern. Schon sehr riskant. So, jetzt kommt er. Und? Oh Gott. Nee, nee. Das war zu weit weg. Hallo? Hallo? Mein Freund? Hallo? Ja, gut. Ich habe ihn versteinert. Mit meiner... Ja. Mit meinem, Aussehen. Okay, gut. Ja, ja, ich nehm's, ich nehm's. Speichern und fertig. Hauptsache, der Typ ist aus dem Weg. So, weiter geht's dann. Zum Botschafter. 20 Meter noch. Ha, anscheinend hätte ich auch so rumgehen können. Ja, komm. Den nehmen wir auch gleich mit. Und da war es nur noch einer. Komm, leg dich zum anderen. Ja, schön. Macht eine Party. Da war es nur noch der Armbrustschütze. Ja, vielleicht reicht es ja schon, wenn wir hier raufgehen. Ja, 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 ja. Sieht gut aus. So. Du hast mich gar nicht gesehen. Weiß niemand, was macht der eine da drüben? Was macht der da? Alter. Also die Folge ist echt verbuggt. Zack. So. Tja. Nothing suspicious. Würde ich auch sagen. Gut. Dann müssen wir jetzt da rein. Schnell, 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 schnell. So, schnell raus. Schnell. Mach auf. Ja, müssen wir das Schloss noch knacken. Jo, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ohne Bugs hoffentlich diesmal. Tschüss.